frühen Morgen. Leopardpanzer rücken in Pristina ein. Albanische Bewohner der Stadt, die sich wochenlang in ihren Häusern versteckt gehalten haben, strömen zu Tausenden auf die Straße. Zwar sind noch serbische Soldaten und Polizisten in der Stadt, aber die Freude über die NATO-Truppen ist stärker als alle Angst vor Heckenschützen. Die deutschen Soldaten werden als Befreier bejubelt. Blumen fliegen den Panzern entgegen. Ein historischer Augenblick. 48 Jahre nach dem Jugoslawienfeldzug. Seit einem Jahr herrscht Krieg im Kosovo. Rund 1 Million Albaner wurden vertrieben. Zehntausende auch aus der Gegend um Prizren. 2,5 Monate lang hat die NATO aus der Luft gebombt, während am Boden serbische Soldaten, Sonderpolizisten und bewaffnete Freischärler ihren Terror gegen die Zivilbevölkerung umso wütender steigerten. Endlich ist der Friede greifbar nahe. Die deutschen Soldaten haben sich durch Minensperren bis nach Prizren vorgearbeitet. Auf Scharfschützen und Sprengfallen wurden sie vorbereitet. Nur nicht auf panzerbrechende Begeisterung. Kukës heute Morgen. Auf albanischer Seite macht sich das zweite Kontingent der Bundeswehr für den Einmarsch ins Kosovo bereit. Die Soldaten haben diesen Weg gewählt, weil Prizren von der albanischen Grenze nur noch 18 Kilometer entfernt ist. Was erwarten Sie, wenn Sie rübergehen? Dass mir nichts passiert, dass ich wieder heimkomme. Also doch schon ein bisschen Angst. Ja, ich sag mal, die Abkommen, was getroffen haben, ob die so sicher sind. Man weiß es ja nicht, was da alles ist. Die albanisch-jugoslawische Grenze heute Mittag. Hunderte Flüchtlinge sind gekommen, um das Vorrücken der Deutschen selbst mitzuerleben. Die Sicherheitslage ist dramatisch. Denn auf der anderen Seite der Grenze sind die serbischen Soldaten mit dem vereinbarten Rückzug nicht rechtzeitig fertig geworden. Jetzt muss die Bundeswehr einen Puffer zwischen beiden Seiten bilden. Weil die Vertriebenen zurückgehalten werden, lassen sie ihre Wut in der Grenzstation aus. Jugoslawische Karten werden zerrissen, die Büros geplündert. Der Safe allerdings ist leer. Den haben noch die jugoslawischen Zöllner ausgeräumt. Vor dem Gebäude versucht sich ein deutscher Offizier als Friedensstifter. Die serbischen Soldaten, die aus ihren Stellungen wochenlang über die Köpfe von Vertriebenen hinweggefeuert haben, sind immer noch nicht vollständig abgerückt. Nur mit Mühe kann die Bundeswehr die Täter vor der wütenden Menge der Opfer schützen. Mazedonien in der Nähe von Petrovac. Mit 450 Fahrzeugen und 1000 Soldaten wartet das Vorauskommando der Bundeswehr auf das Signal zum Einmarsch. Auch britische und holländische Truppen halten sich bereit. Die Fallschirmjäger, Panzersoldaten und Gebirgsjäger treffen letzte Vorbereitungen. Die Marschroute wird kontrolliert. 2 Tunnel und unzählige Straßenbrücken sind zu passieren. Überall können Minen und Heckenschützen lauern. Der gefährlichste Einsatz in der Geschichte der Bundeswehr steht bevor. Alle sind irgendwie auch froh, dass es endlich losgeht, weil wir sind jetzt ja wirklich schon seit 28.02. hier im Einsatzland. Und ich sag mal, es geht los. Das ist schon viel wert. Was erwarten Sie? Also erstmal zerstört das Land. Ne? Also das, was man eigentlich nur in Filmen sieht. Und ja, Haufen Elend.
Und wir rechnen halt auch mit Widerstand. Nach dem, was wir in dem Flüchtlingslager gesehen haben, wo wir knapp 4 Wochen im Schichtbetrieb aufgebaut haben, ist es schon eigentlich sehr gut, dass wir darüber gehen, weil die haben wirklich viel Elend erlebt. Es ist kurz nach Sonnenaufgang. Hinter den Panzern gehen die Soldaten in kleinen Gruppen die neuesten Lageberichte durch. Die Aufklärung hat ergeben, dass komplett die Straßen beiderseits auf der Hor sowie auf der Dag vermint sind. Das heißt für uns bei diesem technischen Halt, Verlassen der Straßen, no way. Wir bleiben auf den Fahrzeugen. Sollte sich einer schämen, sollte sich darüber klar werden, was ihm lieber ist. Ja. Genauso mit dem Ausweichen der Fahrzeuge. Die Fahrzeuge, die uns entgegenkommen, sollen sich darum kümmern, wie sie vorbeikommen. Wir bleiben auf der Straße. Kein Fahrer zieht rechts oder links von der Straße runter auf die Bankette. Samstag, kurz nach 7. Vor den Deutschen rücken britische Eliteeinheiten ins Kosovo ein. Auf dem Luftweg. Das Gurkha-Regiment soll strategisch wichtige Punkte sichern. Zur selben Zeit in Sichtweite der Briten das örtliche Hauptquartier der UÇK. Hier in den Bergen, knapp hinter der mazedonisch-jugoslawischen Grenze, haben sich die albanischen Freischärler monatelang Scharmützel mit den militärisch weit überlegenen Serben geliefert. Seit wenigen Stunden erst schweigen die Waffen und nun ziehen die Männer, viele von ihnen Freiwillige aus Deutschland, los, um den Frieden zu erkunden. Für uns ist ein großer Sieg. Also wir sind auch mit der NATO zufrieden, also, aber wir auch. Und ist kein halber Sieg? Nee, ein voller Sieg. Der Weg dorthin war gefährlich und ist es noch. Die Serben haben Millionen kleiner Plastikminen verlegt. Die UÇK-Kämpfer graben sie aus und entfernen vorsichtig die Zünder. Nur so lassen sich die Antipersonenminen später erneut verwenden. Teufelskreis Balkan. Hier sehen Sie einen unserer Kameraden, einen UÇK-Kämpfer aus Gacanik. Wir hatten ihn vorgewarnt. Wir hatten ihm gesagt, hier nicht herzugehen. Der Erkundungstrupp hat die Grenze bei Blaze fast erreicht. Unten im Tal hat das Flüchtlingselend begonnen. Fast 500.000 Menschen sind durch dieses Tal nach Mazedonien vertrieben worden. Seit diesem Morgen patrouillieren NATO-Hubschrauber den Grenzbereich. Zur Freude der UÇK. Die britischen Elitesoldaten werden an strategisch wichtigen Abschnitten der Route abgesetzt. Von der Grenze bis ins Innere des Kosovo führt nur eine Straße. Sie ist von den Bergen her leicht zu beschießen. Panzer und Antipersonenminen drohen in jedem Kanalschacht. Laut Abkommen sollten die Serben zwar Lagepläne der Minenfelder übergeben, doch das ist nur ansatzweise geschehen. Schaut nach links. In circa 2,5 Meter Höhe seht ihr eine orangene Schnur. Seht ihr sie? Da müsst ihr besonders drauf achten. Die Straße ist jetzt von hier bis zur weißen Grundlinie abgesichert. Ihr seid in Sicherheit. Ihr könnt euch ganz normal vorwärts bewegen. Aber bitte überschreitet nicht die weiße Linie. Habt ihr verstanden? Minengefährdete Stellen, davon gibt es Tausende im Kosovo. In von Serben in der Nacht fluchtartig geräumten Grenzdorf General Jankovic besucht das Erkundungskommando der UÇK zunächst die Moschee. Sie ist geplündert, wie fast alle Gebäude. Das haben keine, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, kein Herz. Die sind ganz, muss ich auch sagen, verrückte Leute. Aggressiv. Sehr aggressiv. Die mögen das Land nicht. Also was kann die Bibel machen? Zum Beispiel. Wo ist der? Ihre Waffen haben die UÇK-Vertreter versteckt, bevor sie zum Grenzübergang selbst gehen. Dort hat inzwischen der Einmarsch auch auf dem Landweg begonnen. Britische Pioniere und Luftlandetruppen fahren voraus. Staunend registrieren die Soldaten die winkenden UÇK-Kämpfer. Ein Offizier versucht, sich verständlich zu machen, ohne Erfolg, denn erste Fremdsprache in Partisanenreihen ist Deutsch. The NATO point of view is quite clear. There is a ceasefire agreement.
Die Meinung der NATO ist eindeutig. Ein Waffenstillstandsabkommen existiert. Die NATO ist hier, um sicherzugehen, dass das Abkommen eingehalten wird. Die NATO ist nicht als Gegner hier, sondern nur, um das Einhalten des Waffenstillstandsabkommens zu gewährleisten. Während die Briten ihren Einmarsch in Richtung der Provinzhauptstadt Pristina fortsetzen, bereiten sich die UCK-Männer auf die Rückkehr in ihre Werkstellung vor. Dazu müssen zunächst die Schnellfeuergewehre aus chinesischer Produktion aus dem Versteck geholt werden. Die Entwaffnung der UCK steht bisher nur auf dem Papier. Da wird sie wohl lange bleiben. Wenn es von uns das Kommando kommt, die Wort, also Waffen zu geben, dann ist klar, aber muss die Kosovo-Freiheit sein. Essen mal. Dann wird die Waffen geben. Inzwischen ist es kurz vor Mittag. Mit 3,5-stündiger Verspätung haben auch die deutschen Truppen ihren Marschbefehl erhalten. Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 bilden die Spitze. Danach Schützenpanzer, Räumfahrzeuge und Truppentransporter. Frieden schaffen mit immer größeren Waffen. Nach zaghaften UN-Einsätzen in Kambodscha und Somalia hat die Bundeswehr ihre Ausrüstung nun der politisch unkorrekten Realität angepasst. Die Aufgabe wird sein, die ersten deutschen Kräfte jetzt im Rahmen von KFOR in den Kosovo reinzubringen. Wir werden den Großraum Prizren beziehen und dazu werden Vorauskräfte in Stärke einer deutlich verstärkten Kompanie heute in das Kosovo einrücken. Monatelang hat sich die Bundeswehr vorbereitet. 8.500 Soldaten umfasst das deutsche Kontingent. Jeder Einzelne ist in Lehrgängen ausgebildet worden. Zum Beispiel auf dem Übungsplatz Munster an diesem Mittwoch. Das ist ja nun einer der größten Einsätze, die Bundeswehr jetzt tun wird. Und natürlich mit solchen Auseinandersetzungen, mit solcher Zuspitzung der Auseinandersetzung, da kann auch noch keiner von Erfahrungen reden, weil die haben wir einfach nicht. Ja, und daher ist es natürlich schwierig, dann natürlich dann unten in der richtigen Situation richtig zu handeln. Ich weiß noch nicht genau, was mich erwartet. Ich kann es mir nur vorstellen. Warum haben Sie sich denn dazu entschieden, dorthin zu gehen? In erster Linie, um dort unten zu helfen. Das ist kein Kriegsauftrag, sondern Friedenssicherung, Friedensauftrag. Und deshalb habe ich mich entschlossen, da mitzugehen. Bis ins Detail wurde das Kosovo nachgebaut. Ausgebrannte Häuser und Flüchtlingstraktoren mitten in der Lüneburger Heide. Die Balkankulisse hat allerdings einen Namen, der sich leichter buchstabiert als Prizren. Barbaradorf heißt das Übungsgelände. Ausbilder erklären den Krieg für Soldaten und besonders auch fürs Fernsehen. Nicht aufgegeben wird. Es kommt nun darauf an, dass die Personen, die durch Waffenbesitz und Gewaltausübung gegen die Bestimmungen des Friedensabkommens verstoßen, festzuhalten, an die internationale Polizei zu übergeben. Das Übungsszenario: Kosovo-Flüchtlinge kehren mit ihren Traktoren in die Heimat zurück. Serbische Heckenschützen greifen an. Sofort sind die deutschen Friedensschützer mit Panzern vor Ort, trennen die Volksgruppen und bestrafen die Übeltäter. Ohne Widerstand lassen sich die von verkleideten Soldaten gespielten serbischen Freischärler entwaffnen und festnehmen. Soweit die Theorie. In Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, bei IFOR und SFOR, waren bereits Streitkräfte, war bereits militärische Präsenz im Lande. Das ist jetzt nicht der Fall. Alle Nationen, die an dieser Mission teilnehmen, müssen ihre militärische Präsenz erst aufbauen. Und das ist sicherlich die Besonderheit. Das ist dadurch auch gefährlich. Dadurch ist es sicherlich gefährlich. Dadurch ist es auch, der Bundesverteidigungsminister hat es als einen sehr schweren Einsatz bezeichnet. Haben Sie persönlich Angst vor Verlusten? Wir wollen Verluste vermeiden. Und wir tun alles dafür. Und darauf ist unsere Ausbildung abgestellt. Ich bin zuversichtlich.
Gestern um 15.55 Uhr. Die deutschen Panzer rücken in das Kosovo ein, auf jugoslawisches Staatsgebiet. Auf den Straßen liegen verendete Hunde. Die Häuser im Grenzdorf sind verlassen, geplündert.